30 Videos zu 30 Filmen aus 30 Jahren in 30 Tagen. Weiter geht es hier mit Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft aus dem Jahre 1991. Critters-Regisseur Stephen Herrick schickte 1989 Alex Winter und Keanu Reeves auf eine bekloppte Reise durch die Zeit. Eine Telefonzelle diente damals als Zeitmaschine. Bill und Ted trommelten da allerlei Persönlichkeiten aus der Geschichte zusammen, damit sie für ihr Geschichtsreferat eine 1 kriegen und nicht von der Schule fliegen. Was klingt wie die blödeste Filmidee aller Zeiten, ist es wahrscheinlich auch. Aber der Film wurde irgendwie zum Kulthit, spielte genug Geld ein und 2 Jahre später gab es eben diese Fortsetzung, Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft, dessen Titel ein bisschen irreführend ist, denn so sehr reisen sie gar nicht in die Zukunft. Im Original heißt der Film Bill und Ted's Bogus Journey. Bill S. Preston, der Ehrenwerte, gespielt von Alex Winter, und Ted Theodore Logan, gespielt vom sehr jungen Keanu Reeves, könnten eigentlich ihr Leben genießen, mit ihren 2 Prinzessinnen abhängen, mit denen zufrieden auf der Couch kuscheln und ihre Musik machen. Diese Musik wird es mal schaffen, Frieden auf der Erde und im ganzen Universum zu verbreiten, aber der Oberbösewicht Dinomulus hat ganz finstere Pläne. Er kommt aus einer nicht weiter definierten Zukunft oder Paralleldimension, so genau weiß ich das nicht mehr. Er schickt 2 Doppelgängerroboter von Bill und Ted in die Jetztzeit, um den echten Bill und Ted zu töten, damit sie nicht ihre Musik machen können, damit es im Universum keinen Frieden gibt. Als die beiden Helden gestorben sind, müssen sie erst Schiffe versenken, gegen den Tod spielen. Dann besiegen sie ihn, dann kommen sie in den Himmel und schauen da kurz vorbei, dann nehmen sie den Alien volle Kanne mit und bringen ihn auf die Erde. Ja, der heißt wirklich so. Und volle Kanne schafft es dann, 2 gute Roboter zu bauen, die gegen die 2 bösen Doppelgänger-Roboter kämpfen, und danach müssen Bill und Ted noch die Battle of the Bands gewinnen, damit die Geschichte wieder stimmt und sie ihre Musik machen können, die Frieden bringt. Alles klar soweit? Klingt doch eigentlich ganz logisch, oder? Der erste Teil war nicht gerade bekannt für die intelligentesten Dialoge in der Filmgeschichte. Auch wenn Begriffe wie Hoshi, die freie deutsche Übersetzung für Dude, oder volle Kanne ihren Weg in den Alltagssprachgebrauch von manchen Teenagern fanden. Es war ein hemmungslos blöder Film mit 2 hemmungslos blöden Hauptfiguren, die eigentlich nur den ganzen Tag abhängen und Musik machen wollen. Der Nachfolger ist nicht viel intelligenter, die Story ist genau genommen noch bescheuerter. Aber wo steht geschrieben, dass ein Film immer sonderlich intelligent sein muss, um Spaß zu machen? Allein die Szene, in der Bill und Ted gegen den Tod spielen, also Cluedo, Schiffe versenken, Twister und so weiter, die ist zum Schreien komisch. Außerdem ist Bill und Ted 2 einer der wenigen Filme, die besser sind als der Erstling. Das völlig bekloppte Universum, das im ersten Teil eingeführt wurde, wird hier noch ein bisschen weiter gesponnen und ausgebaut. Es gibt jede Menge verrückte Einfälle und William Sadler als der Tod bzw. der Grim Reaper Hoshi ist zum Schreien komisch. Die beste Nachricht überhaupt habe ich die Woche auf Screen Rant gelesen. Es gibt einen dritten Bill und Ted Teil. Es ist offiziell. Das heißt, jetzt müsst ihr umso mehr noch die ersten beiden Teile gucken, damit ihr dann wisst, um was es in dem dritten geht. Wobei das genau genommen eigentlich gelogen ist, denn ich habe auch den zweiten zuerst gesehen und habe ihn verstanden, ohne den ersten gesehen haben zu müssen. Jedenfalls gibt es für Bill und Ted's Bogus Journey 4 von 5 Hoshis und eine eingeschränkte Guckempfehlung für alle Fans von gepflegtem Schwachsinn. Vielen Dank fürs Bewerten, Kommentieren. Das nächste Video kommt morgen.